Mut, Mut, noch lebe ich. Eine gekürzte Lesung des gleichnamigen Buches von Johanna Mertins und Winfried R. Garscher. Erschienen 2013 im Mandelbaum Verlag. Sowie Tagebuchauszügen aus Margarete Schütte-Lihotzkys Erinnerungen aus dem Widerstand. Erschienen 2014 im Promedia Verlag. Zwei Frauen, die ein gemeinsames Schicksal verbindet. Elfriede Hartmann, gelesen von Clara Rensing und Margarete Schütte-Lihotzky, gelesen von Johanna Mertins, kämpften gegen den Nationalsozialismus, wurden in Wien von der Gestapo verhaftet und inhaftiert. Sie sollten sich nie kennenlernen, doch ihre Tagebuchaufzeichnungen und ihre Briefe aus der Gefangenschaft zeugen von ihrem gemeinsamen Kampf. Margarete Schütte-Lihotzky starb im Alter von 103 Jahren als weltweit anerkannte Architektin in Wien. Elfriede Hartmann wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Aus Tagesbericht Gestapo Wien Nummer 12 vom 27. und 28. Februar 1942. Am 24. Februar 1942 wurden Elfriede Hartmann, Mittelschülerin, geboren am 21. Mai 1921, ledig, und Dr. Gerda Hartmann, Privatbeamtin, geboren am 15. Februar 1911, festgenommen. Die beiden Schwestern Hartmann sind Mischlinge ersten Grades. Elfriede Hartmann übergab im November und Dezember 1941 kommunistische Flugblätter. Ein Flugblatt stellt die Landkarte der UdSSR dar und ist staatsfeindlich beschriftet. Das zweite Flugblatt fordert die Arbeiter zu KP-Zellenbildung auf. Darüber hinaus hat Elfriede Hartmann mehrmals politische Treffs mit kommunistischen Funktionären wahrgenommen. Dr. Gerda Hartmann steht im Verdacht, über die politische Tätigkeit ihrer Schwester unterrichtet gewesen zu sein. Die Ermittlungen in diese Richtung werden fortgesetzt. Oktober, November 1942. Liebe Eltern, bitte gebt beiliegenden Brief an Rudis Eltern. Nächstens wieder mehr an euch. Ich schicke meine Holzschuhe. Bitte lasst sie reparieren und schickt sie gleich wieder. Holz ist warm am Steinboden. Viele, viele Bussi von eurer Friedel. Liebe Schwiegereltern, ich schreibe euch nächstens mehr. Schickt beiliegenden Brief an Rudi. Steckt ihn in Pergament, bindet ihn und backt ihn in das Endzipfel von einem Kuchen ein. Ist ganz sicher, keine Angst. Rudi soll euch ein Zeichen geben, ob er's bekommen hat. Wenn ja, so sollen meine Eltern mir etwas Saccharin schicken. Viele Grüße, eure Friedel. Am Mittwoch, den 22. Januar, einen Tag vor meiner geplanten Abreise und einen Tag vor meinem 44. Geburtstag, ging ich zum letzten Treff. Pünktlich um 11:30 Uhr mittags betrat ich das Café Victoria. Vormittags war das Café leer. Wir sprachen leise miteinander, als plötzlich zwei Männer auf uns losstürzten. In einem kleinen Personenauto brachten sie uns weg. Ich weiß nicht mehr, woran ich in diesem Moment dachte. Das Auto brachte uns zur Gestapo-Zentrale am Mortzienplatz. Oktober, November 1942. Müsst ihr was für meine Haft zahlen? Wenn ja, schickt blaues Taschentuch. 1000 Bussi, eure Friedel. Auf dem Mortzienplatz in Wien, im ehemaligen Nobelhotel Metropol, befand sich das Hauptquartier der Gestapo, in dem hunderte Widerstandskämpfer zu Tode gequält wurden. Pausenlos verhörte mich die Gestapo, von mittags bis in die Nacht hinein. Gegen Mitternacht brachte man mich ins zentrale Wiener Polizeigefängnis auf der Elisabethpromenade, heute noch Liesel genannt. Ein sehr zärtlicher Ausdruck für diesen Ort des Grauens. November 1942. Liebe Eltern und Gerda, na sowas, habt ihr wirklich schon meine Novemberkarte bekommen? Allerhand. Eure Oktoberkarte habe ich auch schon, vielen Dank.
Bitte, Mama, schick mir meine braunen Halbschuhe, denn im Gericht darf ich spazieren gehen, und wenn's regnet, rinnt mir das Wasser durch die Löcher von meinen Sommerschuhen. Ich freue mich schon sehr, wenn ich zu Gericht komme. Da darf ich arbeiten, spazieren gehen. Ich möchte auch gerne lernen. Bitte hebt mir beilegende Adressen gut auf und den Zettel gebt an Rudis Eltern. Ich bin gesund. Man lernt hier viel vom Leben, lernt sich selbst gut kennen und andere. Ich werde manches besser machen, wenn ich rauskomme. Bleibt mir gesund und habt euch lieb. 1000 Küsse, eure Friedel. Die Martha begann mit dem Schlafengehen. Seit über 12 Stunden war der erste Augenblick zum Nachdenken gekommen. Plötzlich löste sich alle Starrheit. Ein Zittern schüttelte mich an Leib und Seele, das volle 2 Tage bis zum nächsten Verhör dauerte und dem ich trotz größter Anstrengung nicht Einhalt gebieten konnte. Das Abnehmen der Fingerabdrücke am nächsten Tag war schwierig. Ich konnte die Hände nicht ruhig halten. Und der Mann sagte, »Was zieht uns denn so? Es geschicht Ihnen ja nix.« Ich wusste, im Landesgericht wurden 2-mal wöchentlich politische Gefangene hingerichtet. Ohne Datum. Meine Lieben, vor allem Dank für eure Karte vom 30.09. Dass ihr mir warme Sachen schickt, ist sehr fein. Ich brauche sie notwendig. Ich möchte gerne wissen, ob ihr eine Wohnung allein habt. Schickt mir nicht so viel zu essen. Es geht euch bestimmt ab. Behaltet mich lieb. Eure Friedel. In der ersten Zeit meiner Verhaftung dachte ich ausschließlich an den Prozess. Ununterbrochen. Tag und Nacht kreisten meine Gedanken nur darum, wie hatte das geschehen können? Wer war noch verhaftet worden? Wer wusste was? Was hatte ich zu sagen oder nicht zu sagen? Es kamen die Verhöre, die dafür sorgten, dass der Geist Tag und Nacht fieberhaft arbeitete. Ende Dezember 1942. Meine Lieben, ich hoffe sehr, dass hier bald wieder normaler Betrieb ist, dass ich ans Gericht überstellt werde. Da habe ich einige große Bitten an euch. Ich hoffe, dass ich im Gericht etwas lernen kann. Das ist schon sehr notwendig, sonst vertrottle ich noch ganz. Bitte, wenn ihr kommt, schaut, dass ihr so ein kleines weltgeografisches Buch kriegt, wo alle Länder der Erde in Karten gezeichnet sind und außerdem die wichtigsten Zahlen wie Einwohner und so weiter, sowie die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte. Kommt Rudi schon bestimmt vors Militärgericht? Wenn ja, schickt beilegendes blaues Taschentuch. Und nun wünsche ich euch allen ein kräftiges Prosit 1943. Ich wünsche euch, dass das Jahr 1943 glücklicher ist als das Jahr 1942. Eure Friedel. Welche Grenze zwischen Wahrheit und Lüge wir der Gestapo gegenüber zu ziehen hatten, darüber hatte ich mich schon beraten. Wir waren zu folgendem Schluss gekommen. Immer, wenn illegale Arbeit oder Menschen, die diese ausübten, nicht belastet werden, soll man bei der Wahrheit bleiben. Sobald aber die illegale Arbeit berührt wird, wo es gilt, Kampf und Leben der Genossen zu schützen, muss man überlegt, glaubwürdig und bewusst zu lügen wissen. Das gibt Selbstbewusstsein und Sicherheit gegenüber den Gestapo-Leuten. Ohne Datum. Meine Lieben, ich danke euch innig für eure Neujahrswünsche. Sie haben mich ganz tief glücklich gemacht. Nur nie den Mut verlieren, meine Lieben. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich weiß, dass alles wieder gut wird und einmal werde ich wieder bei euch sein. Ich möchte endlich wissen, wie es meinem Rudi geht. Das könnt ihr mir dann ganz ungeniert schreiben. Wann wird er Verhandlung haben? Habt ihr einen Anwalt für ihn? Viele, viele Grüße an alle und Küsse an euch. Eure Friedel. Am Abend vor der Verhaftung hatte ich aus dem Gedächtnis einige Notizen mit Bleistift zu Papier gebracht. Diese Notizen hatten die Gestapo-Leute sofort gefunden. Sie wurden beim Verhör von einem Beamten in meiner Gegenwart in die Maschine diktiert.
Plötzlich wurde der verhörende Beamte aus dem Zimmer gerufen und sagte, ich solle selbst weiter diktieren. Ich nahm meine Notizen und unmerklich löschte ich mit dem angefeuchteten Finger besonders gefährliche Informationen. Ich konnte die Schrift vollständig verwischen. Solche Ungereimtheiten passierten dauernd. Blödheit, Fahrlässigkeit, Brutalität, Widerlichkeit, Glück im Unglück wechselten sich ab. Ohne Datum. Meine Lieben, sagt, hat Rudi schon seine Anklageschrift? Ich war schon fast 3 Monate nicht bei der Gestapo. Nun, mir ist es im Grunde genommen ja ganz egal, wo ich sitze. Nur lesen und lernen und was arbeiten möchte ich schon gern. Wenn wir die Zelle gründlich machen, ist es für mich immer ein Vergnügen, dann kann ich mich 10 Minuten ausarbeiten. Für die gute Winterbirne lasse ich mich schön bedanken. Viele Grüße und Küsse an Vater und Mutter Marshall. Bleibt mir gesund, eure Friedel. Bitte Waschlappen. Die Gestapo-Leute waren politisch völlig unwissend. Fantasie und geistlos, ihre Kombinationen stimmten nie. Einmal stand ich am Fenster. Es war im 4. Stock am Morzingplatz. Ein Gestapo-Mann öffnete es plötzlich und rief mir zu, »Stürzen Sie sich nur hinunter, Ihr Leben ist ja sowieso schon verloren.« Das mit dem Fenster war, wie ich später erfuhr, ein häufig angewandtes Schreckmittel. Februar 1943. Liebe Eltern, liebe Gerda, ich kann nichts tun, als euch immer wieder zu danken. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut das Obst und die Semmel schmecken. Ist Rudi gesund? Ganz gesund. Das müsst ihr mir dann alles ganz genau schreiben, wenn ich bei Gericht bin. Und auch wie es euch geht. Aber ehrlich, bitte. Unlängst versucht, Mathematik zu machen, Differential und Integral, und hab zu meiner Freude festgestellt, dass ich gar nicht viel vergessen habe. Bitte, wenn ihr irgendwas schickt, was man in Papier einwickeln kann, dann wickelt es bitte in den letzten Wehrmachtsbrief ein, zum Beispiel die Seife. Ich denke oft an meine Jugendzeit. Ich alte Schachtel, ans Meer, an Mamas italienische Unterhaltung, Sisi? Und dann bin ich wieder mit Vater in den Dolomiten. Und dann denke ich an Stunden mit Rudi. Und ich bin froh, dass ich so viel Schönes erleben durfte. Man lebte das Zellendasein wach und intensiv, in der Hoffnung, dass doch noch ein Wunder geschehen würde. Aber auch in der Vorstellung, vielleicht ist der Krieg zu Ende, bevor ich zur Verhandlung komme. Dann kommen wir alle frei. An die Möglichkeit, dass die Nazi den Krieg gewinnen würden, glaubte niemand von uns Politischen. Im Gefängnis gab es fast keine Selbstmorde. Mutig und ruhig gingen auch die zum Tode Verurteilten zur Hinrichtung, überzeugt von der Größe der Sache, für die sie ihr Leben opferten. Februar 1943. Meine Lieben, bitte, bitte nehmt für Rudi einen Anwalt. Für mich nehmt aber ja keinen, ist ganz zwecklos. Und wenn ich eine höhere Strafe krieg, regt euch nur nicht darüber auf. Wenn der Krieg aus ist, kommt sicher eine Amnestie. Ist also ganz gleich, wie viel ich bekomme. Wenn ich mehr bekomme, erspare ich mir wenigstens das Lager, in das die Politischen nach der Strafe bis Kriegsende kommen. Also, was ich auch bekomme, erschreckt nicht, ist nicht so schlimm. Aber bis zur Verhandlung dauert es sicher noch 1 Jahr. Nur Mut und Zuversicht, meine Lieben. Keine Angst. 100.000 Bussi, eure Friedel. Wir halfen uns gegenseitig, wo wir nur konnten. Die Gefangenen erfanden nicht weniger als 7 Verbindungsmöglichkeiten. 6 für die Gefangenen untereinander und 1 nach außen. Zuerst einmal das gesprochene Wort. Dann gab's das Klopfen. Das typische unheimliche Geräusch in allen Haftanstalten. Man klopfte mit den Fingern an die Wand zu den beiden Nebenzellen oder auf den Fußboden in die untere Zelle.
Eine weitere Verständigungsart bildete das Xibal. Ein beschriebenes Stück Papier oder heller Stoff. Papier musste irgendwie beschafft werden. Stoffreste hatten wir in der Zelle, weil wir sie zur Herstellung von Fleckerlteppichen zerschneiden und aneinander nähen mussten. Schwieriger war es mit der Beschaffung von Bleistiften. Ein gutes Versteck war das Brot. Das Schnürlen bot ungeahnte Möglichkeiten. Eines der wichtigsten Verbindungsmittel in der Schiffamtsgasse war das Klosettrohr. Ganz besonders für die in Einzelhaft. 8 Zellen, auf 4 Stockwerke verteilt, waren an ein Rohr angeschlossen. Wenn man das Wasser aus dem Siphon entfernte, konnte man hören, was jemand in das Rohr sprach. Ohne Datum. Mir tut es so weh, dass ihr euch so viel abspart für mich. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich denke bei jedem Bissen, euch geht das ab. Wisst ihr, wenn ihr so viel schickt, da habe ich so ein unangenehmes Gefühl meiner Zellengenossin gegenüber, die nichts bekommt. Und ich weiß, dass ich nicht das Recht habe, die Sachen aufzuteilen, die ihr euch so bitter vom Mund abspart. Also, meine Lieben, es ist vollkommen genug, wenn ihr mir Brot und etwas Süßes, danach haben alle alten Häftlinge Lust, schickt. Ein paar gekochte Erdäpfel hätte ich auch ganz gern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rudi vor ein Militärgericht kommt. Rudi hat sich so wenig politisch betätigt, dass er keine hohe Strafe bekommen kann. Hab eine Bitte. Seid so lieb und ruft nach 5 Uhr ohne Namensnennung die Nummer A45994 an. Sagt Folgendes. Maria Olszewska sitzt seit 24.09.1942 in Rossauer Lände 9. wegen Arbeitsverweigerung. Frau Wilmer soll ihr etwas Lebensmittel abgeben und soll dabei gleich Maria Schmutzwäsche verlangen. Es ist besonders wichtig, da Maria schwanger ist und ihr alle Kleider zu eng sind. Bitte tut das. Ich weiß, ihr tut sowas nicht gerne. Vielen Dank. Wir hatten auch eine Verbindung zur Außenwelt. Dieser Weg ging über die Wäschepakete zu unseren Verwandten. Als Untersuchungsgefangene trugen wir unsere eigene Kleidung. Jede Woche konnten wir Wäsche an unsere Angehörigen schicken. Die sogenannten Fazi, Funktionshäftlinge, unsere Genossinnen, holten die Pakete aus den Zellen und lieferten sie in einer Sammelstelle ab, wo sie alle kontrolliert wurden. Nach der Kontrolle kamen sie in Säcke. Hier aber hatte das Kontrollsystem eine Lücke. Denn die Fazi konnten nach der Kontrolle noch rasch Xibal in die Wäsche tun. Ohne Datum. Meine Lieben, wisst ihr, hier herin habe ich viel Zeit gehabt nachzudenken und da habe ich gesehen, dass ich oft recht garstig zu euch war. Zu allen dreien. Ich war rücksichtslos. Das will ich besser machen, wenn ich rauskomme. Freue mich schon, wenn ich euch im Gericht sehen kann. Ich möchte so gerne. Eure Friedel. In Zellen, die nur für einen Häftling bestimmt waren, verrichten sie damals 2 oder 3 Menschen. Waren wir zu dritt, musste eine herumgehen, weil es nur 2 Sitzplätze gab. An der Längswand gab es ein Klappbett mit Strohsack. Es wurde nur abends von der Aufseherin heruntergelassen und um 5 Uhr früh sofort wieder an die Wand geklappt und abgesperrt. Um 5 Uhr früh sprang die Tür auf, der eiskalte Waschraum. Ein einziges Rollhandtuch, immer nass, weil es von allen benutzt wurde. Nach 2 Minuten trieben sie uns in die Zellen zurück. 2 Stunden im Finsteren, bis durch die Eisenklappe eine Blechschale mit schwarzem Wasser, das Kaffee sein sollte, hereingeschoben wurde. Mittags und abends eine Blechschale, gefüllt mit Mehlpapp und Kraut oder Rüben. Die Leibwäsche konnte man einmal wöchentlich abgeben. Ich kannte eine ausländische Kommunistin, die keine Angehörigen in Wien hatte. Sie musste monatelang dieselbe ungewaschene Wäsche tragen. Februar 1943. Meine Lieben,
Nun ist es nimmer lang zum Frühjahr. Beilegend ein Stück von einem Roman, lacht nicht über mich. Das ist mein neuester Zeitvertreib. Sonst nichts Neues. Bussi. Frühjahr 1943. Macht euch keine Sorgen. Mir geht es sehr gut. Bin vergnügt. Wie immer, eure Friedel. Ich fühlte mich nicht als leidendes Opfer der Nazis. Die Verhöre waren die Fortsetzung des Kampfes unter anderen Bedingungen. Übrigens, die Gestapo-Leute machten vieles wirklich blöde. An ihr Brüllen, ihre Beleidigungen hatte man sich rasch gewöhnt. Es war, wie wenn sich ein Panzer ums Herz legte, der es vor jeglicher Verletzung schützt. März 1943. Meine Lieben, komme soeben vom Verhör von der Gestapo. Sie haben gesagt, in längstens 14 Tagen kommen wir zu Gericht. Bin neugierig, ob es diesmal ernst wird. Also, frisch und fröhlich, auf ins zweite Häfenjahr. Ich schicke in den nächsten Tagen alles Überflüssige nach Hause. Bitte schickt nur das Notwendigste. Und vielen Dank, Mama, für die Seife. Grüße an Rudis Eltern. Meine Lieben, also, ich sitz noch immer auf der Liesel. Am 7.3. habe ich euch eine Karte geschrieben. Vom Februar habe ich noch keine Post von euch. Bussi, eure Friedel. Zwei Flugblätter blieben mir in Erinnerung. Der Brief eines Arbeiters an einen nationalsozialistischen Arbeitskollegen und ein zweites, das sich an Soldaten wendet. Es stellte die Sinnlosigkeit des Krieges bloß und forderte dazu auf, die Gewehre hinzuwerfen. Alle Flugblätter bezeichneten als Ziel des Kampfes das Wiedererstehen eines selbstständigen Österreich. Wie viele Menschen hatten dafür Freiheit und Leben aufs Spiel gesetzt? Frühjahr 1943. Meine Lieben, ich danke euch noch viele Male für die vielen lieben Packerl. Und dir, Mamika, fürs Waschen und Stopfen. Möchte es ja so gerne selber machen. Träume sehr viel von euch. Fast jede Nacht von dir, Papa. Früher hatte ich fast nie geträumt. Im Gefängnis träumte ich viel. Immer Wunschträume und keine Angstträume. Ein Zeichen, dass die Wünsche noch größer sind als die Ängste. Frühjahr 1943. Bitte seid so lieb und schickt mir eine Wundsalbe. Meine Nase ist ganz wund und voller Wimmerl. Danke, Bussi. Die Verhandlungen rückten näher. Meine Zellengenossin sprach weiterhin ruhig und illusionslos über ihr Todesurteil. Sie wusste, wofür sie gelebt hatte. In ihrem Abschiedsbrief, geschrieben aus der Todeszelle an ihre Mutter, heißt es: Trotz allem Furchtbaren, das um mich vorgeht, brauchst du nicht zu glauben, dass ich kopfhängerisch werde. Nein. Solange ich ihn habe, trage ich ihn hoch. Alles musste geregelt vor sich gehen und auch jeder, den der Tod erwartete, musste eine schriftliche Bestätigung darüber haben. Im Namen des deutschen Volkes. In der Strafsache gegen den Bauschlosser Rudolf Marschall aus Wien, geboren am 30. Mai 1920 eben da, zur Zeit in dieser Sache in gerichtlicher Untersuchungshaft wegen Vorbereitung zum Hochverrat, hat der Volksgerichtshof, 5. Senat, aufgrund der Hauptverhandlung vom 17. März 1943 für recht erkannt. Der Angeklagte Marschall hat die Verbindung der Zeugin Hartmann mit zwei tätigen Kommunisten hergestellt, hat ferner mehrmals kommunistische Druckschriften übergeben und hat vor allem als aktiver Soldat nach Ausbruch des Krieges mit den Bolschewisten der Zeugin Hartmann mehrere Feldpostanschriften übergeben, in Kenntnis ihrer Verwendung zum Zwecke kommunistischer Verseuchung und Zersetzung der kämpfenden Front. Er wird deshalb wegen Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat, zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verurteilt. Ohne Datum.
Ich danke euch, dass ihr mir sofort die Wahrheit sagtet. Seid ohne Sorge um mich. Eure Friedel. Immer mehr Nachrichten über die Prozesse im Landesgericht mit ihren vielen Todesurteilen drangen auch zu uns in die Schiffamtsgasse. Es gab zwei Senate des Berliner Volksgerichtes, die fast nur Todesurteile fällten. Den zweiten und den fünften Senat. Wir nannten sie Köpfler-Senat. Wer vor einen Wiener Senat kam, hatte wesentlich höhere Überlebenschancen. 13.06.1943. Meine Lieben, ich weiß, dass Rudi zum Tod verurteilt ist. Ich, nur ich allein bin schuld daran. Ich bitte euch, tut alles, um sein Leben zu retten. Ich kann ohne ihn und mit dieser großen Schuld auf mir nie wieder froh werden. Tut Folgendes. Rudis Mutter soll direkt an den Führer ein Gnadengesuch machen. Sie soll das Gesuch persönlich in Berlin in der Reichskanzlei abgeben. Außerdem soll sie zu Baldur von Schirach gehen, mit einem Gesuch desselben Inhaltes. Er kann es vielleicht befürworten. Ich bin überzeugt, dass ihm seine Bindung an mich am meisten geschadet hat. Mir könnt ihr durch ein solches Gesuch gar nicht schaden. Bei mir ist alles klar. Bitte, tut alles, rettet sein Leben, bitte! Wenn alles fehlschlägt, zögert die Sache wenigstens so lange wie möglich hinaus. Aber es darf nicht fehlschlagen. Setzt alles daran. Viele Bussi, eure Friedel. Über Hinrichtungen sprachen wir ganz offen und ruhig. Die Redensart, in 3 Monaten gehst sowieso schon mit dem Kopf unterm Arm, war durchaus gebräuchlich. 3 Monate, weil zwischen Urteil und Hinrichtung üblicherweise 99 Tage lagen. Dieser scheinbare Zynismus war notwendiger Selbstschutz. Er half, ruhig und diszipliniert zu bleiben. 14.06.1943. Meine Lieben, bitte, Gerda, sofort auf die Adresse Familie Bleban, Wien 10, Gellertgasse 19 und verlange dort, die Anni zu sprechen. Sprich nur mit ihr selbst. Anni hat eine Möglichkeit, Rudi zu retten. Gerda, ich bitte dich, steh nur jetzt zu mir und tu alles, worum ich dich bitte. Verlass mich nicht. Ich werde es dir nie vergessen. Danke. Bussi, eure Friedel. Meine liebe Anni, ich habe lange überlegt, ob ich dir schreiben soll. Aber ich weiß, du wirst mich verstehen und zwischen uns beiden gibt es kein Genieren. Mein Rudi ist zum Tod verurteilt worden. Bis heute keine Begnadigung. Die Frist läuft am 17.07. ab. Anni, ich weiß, du hast eine Möglichkeit, jemanden um eine Befürwortung für eine Begnadigung zu bitten. Die Sache von Rudi ist nicht so schwer, dass es aussichtslos wäre. Anni, ich verlasse mich ganz auf dich. Ich weiß, du wirst alles tun, was in deiner Macht steht. Ein paar Worte und sein Leben ist gerettet. Danke. Bleibt alles geheim. Bussi, deine Friedel. Urteilsbegründung des Volksgerichtshofs. 5. Senat vom 17. März 1943. Der Angeklagte Margel, der Sohn eines Eisendrehers, lernte nach Besuch der Volks- und Bürgerschule Schlosser. Am 10. Januar 1940 wurde er zur Luftwaffe eingezogen. Seit 1. Mai 1942 hat er den Dienstgrad eines Obergefreiten. Der Angeklagte sympathisiert nach seinen eigenen Angaben in der Hauptverhandlung noch immer mit der kommunistischen Weltanschauung. Im Herbst 1933 hatte er in der Kletterschule die Zeugin Elfriede Hartmann kennengelernt und sich auf mehreren Wanderungen mit ihr angefreundet. Zwischen Margel und der Hartmann entspann sich ein Liebesverhältnis. Als Margel am 10. Januar 1940 zur Wehrmacht eingezogen wurde, blieb er auch jetzt mit der Hartmann in ständiger brieflicher Verbindung und verkehrte mit ihr anlässlich von Urlauben auch persönlich. Auf wiederholtes Drängen der Hartmann überließ er ihr anlässlich seines Weihnachtsurlaubes 1941 4 oder 5 Feldpostanschriften. An diese Anschriften wurde dann tatsächlich kommunistisches Propagandamaterial verschickt.
17.07.1943. Meine Lieben, ja, ich weiß, dass es für euch nicht leicht ist. Vor allem für dich, lieber Vater, wird es bestimmt sehr schwer sein. Ich bin sehr, sehr oft in Gedanken bei dir. Verlier den Mut nicht, Papa. Es wird schon auch noch einmal für dich eine schöne Zeit kommen. Ich erwarte unbedingt eine Nachricht, in der ihr mir schreibt, ob Rudi noch lebt und ob das Gesuch abgelehnt ist. Ich danke dir, Mama, für das Wäschepaket. Ich hatte damit gar keine Freude. Es war eine sehr große Enttäuschung. Ich habe alle Säume und Nähte aufgerissen und den Sack durchsucht. Nichts. Ihr könnt mir nicht einreden, dass ihr das Xieberl im Kragen und Rücken nicht gefunden habt. Ich habe doch so gebeten, dass ihr mir eine Nachricht schickt. Diese Enttäuschung hättest du mir wirklich ersparen können, Mama. Weißt du, ich habe noch immer das Gefühl, oder besser schon wieder, dass du, Mama, Rudi gegenüber feindlich eingestellt bist. Wer nicht zu Rudi steht, steht auch nicht zu mir. Es ist für mich eine sehr, sehr bittere Enttäuschung, dass meine eigene Mutter mich in dieser Situation nicht versteht. Wenn nicht in nächster Zeit ein Wunder geschieht, habe auch ich wahrscheinlich nicht mehr viele Monate zu leben. Ich bitte dich, Mama, erspar mir weiterhin solche Enttäuschungen. Ihr braucht keine Sorge zu haben, dass ich zusammenbreche oder mich vielleicht umbringe, wenn ihr mir etwas sehr, sehr Schweres über Rudi schreibt. Aber ich will die Wahrheit wissen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie ihr mich quält, wenn ihr mir nicht schreibt. Ich erwarte von nun an, dass ihr mir jede Woche eine Nachricht in der Wäsche schickt, ob Rudi noch lebt. Ich werde die Wahrheit erfahren. Hier drin bleibt nichts auf die Dauer geheim. Das weitaus Überragende war die unstillbare Sehnsucht nach Freiheit, nach Liebe und Zärtlichkeit, nach Freundschaft und Wärme. Gedanken an Menschen, die man liebt, im Geiste Gespräche über alles, was einem wichtig erscheint, dem Wunsch nach sinnvoller Arbeit, leidenschaftliche Teilnahme am Verlauf des Krieges und Tag für Tag warten auf sein Ende. Das Leben war erfüllt von den Beziehungen zu den Leidensgenossinnen drinnen, der Sehnsucht nach draußen und dem brennenden Wunsch, den Tag der Freiheit noch zu erleben. 18.07.1943. Meine Lieben, ich bin seit gestern ein anderer Mensch. Das heißt, wieder ein Mensch. Dass bei Rudi eine Wiederaufnahme gemacht werden kann, habe ich nicht zu hoffen gewagt. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr gehabt. Dass das Gnadengesuch abgelehnt wird, habe ich erwartet. Viele von meinen Kameraden sind schon hingerichtet. Die Wiederaufnahme ist das Einzige, was Rudi noch retten kann. Ich habe Dr. Mattausch gesagt, dass mir Dr. Führer schon oft als sehr tüchtiger Anwalt genannt wurde. Mattausch hat gesagt, er hätte sowieso Dr. Führer vorgeschlagen. In Wien hatte meines Wissens nur ein Anwalt Einblick in die Gestapo-Akten. Dr. Erich Führer. Sicher waren alle bei den Prozessen zugelassenen Anwälte verlässliche NS-Leute. Dr. Führer aber auch noch Mitglied des Sicherheitsdienstes. Anwälte gab es bei diesen Prozessen aus Formgründen. Im Wesentlichen wurde in Berlin entschieden. Die Anwälte hielten durch die Bank schöne Reden vor Gericht und wussten selbst am besten, dass sie gar keinen Einfluss hatten. Ihre Auftritte gehörten zur Inszenierung des Prozesstheaters. Dr. Führer wird allerdings sehr teuer sein. Aber da müsst ihr Rudis Eltern unter die Arme greifen. Es ist ja mein ganzes Leben, das auf dem Spiel steht. Ich werde nicht zusammenbrechen, wenn ich erfahren sollte, dass das Wiederaufnahmegesuch abgelehnt ist. Und ich möchte nicht, dass ihr mir das auch nur einen einzigen Tag verheimlicht. Wenn das Wiederaufnahmeverfahren gelänge, werde ich auch um mein Leben kämpfen, wie ein Löwe. Aber wenn es abgelehnt wird, dann lasse ich alles laufen, wie es läuft. Im Wiener Landesgericht gab es manchmal bis zu 70 Hinrichtungen an einem Tag. Schon eine Spende von 2 Mark für die Rote Hilfe galt als Hochverrat. Selbst nicht erwiesene Taten konnten durch Annahme unter den Hochverratsparagraphen fallen. 18.07.1943. Ist die Wiederaufnahme schon eingereicht? Schreib mir Samstag im Xieberl darüber. Du, Gerda,
Deine ehemalige Zellengenossin heißt Pepperl Dachsböck. Kannst du dich noch an sie erinnern? Sie sagt, wir schauen uns ähnlich. Das ist eine schöne Beleidigung für dich, oder? Hingerichtet wurden unter vielen anderen Engler, Steffi. Sie war durch organisierte Provinzarbeit schwer belastet und wurde sehr hart bestraft. Sie saß, wie alle Schweren, im vierten Stock in der Schiffamtsgasse in Einzelhaft. Zur selben Zeit wie ich. Sie wurde zum Tode verurteilt und im Jänner 1943 hingerichtet. Fischer, Maria. Verhaftet im April 1941. Mutter eines Kindes. Hingerichtet am 30. März 1943, unabhängig von ihrem Mann, der zu einem früheren Zeitpunkt ebenfalls durch das Fallbeil starb. 21.07.1943. Bitte schreib mir Rudis Zellennummer und wie die Sache mit dem Gesuch steht. Viele, viele herzliche Bussi, eure Friedel. Mickey Maus. Der wirkliche Name ist mir entfallen. Wir nannten sie Mickey Maus. Sie war klein, dunkelhaarig und hatte ein spitzes Mausgesicht. Sie wurde zum Tode verurteilt und im Landesgericht hingerichtet. 25.07.1943. Meine Lieben, alle bekommen jede Woche ihre Post, wenn es auch nur ein paar liebe Grüße sind. Und ich, in der Lage, wo ich von Tag zu Tag nicht weiß, ob mein Rudi noch lebt, bekomme keine wöchentliche Nachricht? Nun, ich bin eben nur ein Häftling und alles, was man mit mir macht, muss mir eben recht sein. Ihr habt mir nicht einmal geschrieben, ob Dr. Führer die Sache übernommen hat. Dass Rudi heute zum Tod verurteilt ist, ist einzig und allein meine Schuld. Im Übrigen, wenn Dr. Mattausch nächstens zu mir kommt, soll er trachten, allein mit mir zu sprechen. Nicht wie letztes Mal neben der Aufseherin. Ich rechne nicht vor Oktober mit der Verhandlung. Meine Lieben, die Wiederaufnahme muss gelingen. Muss! Die Todeszellen lagen so nahe, dass wir spätabends, sobald Stille herrschte, durch die Fenster mit den Todeskandidatinnen sprechen konnten. Ein- oder zweimal in der Woche erfolgte das Schreckliche bis zu 70 Mal an einem Tag. Und niemand ahnte, dass hinter den dicken Mauern Menschen hingerichtet wurden, die für die Freiheit ihres Landes ihr Leben hingaben. 4.8.1943. Liebe Mutter Marshall, ich mache mir ja solche Vorwürfe, dass ich durch meine Blödheit Rudi so weit gebracht habe. Heute könnte ich mir den Kopf abreißen, dass ich mir die Adressen von Rudi genommen habe. Das ist die Wahrheit. Und Rudi hat den Wahnsinn begangen, das auf sich zu nehmen. Bitte, sag also dem Anwalt wörtlich Folgendes. Erstens, meine Aussage vom 17.03. steht natürlich fest. Zweitens, Beweise für die Richtigkeit. Nachdem Rudi im Dezember 41 wieder nach Norwegen fuhr, hast du, Mama, mir ungefähr 14 Tage später ein Adressbüchel gezeigt und hast gesagt, dass Rudi anscheinend dieses vergessen habe. Ich habe das Adressbüchel an mich genommen und dir gesagt, dass ich es ihm schicken werde. Das ist das Adressbüchel, aus dem ich mir die Adressen geschrieben habe. Rudi hat, obwohl du ihn wiederholt ermahnt hast, dass die Halbjüdin doch kein Mädel für ihn sei, nicht von mir lassen können. Er war mir vollkommen sexuell hörig. Jetzt aber, durch die Dauer seiner Haft, ist es ihm gelungen, sich von mir loszureißen, da er erkannt hat, wie schlecht mein jüdischer Einfluss war. Auf diese sexuelle Hörigkeit müsst ihr besonders Wert legen. Auf dieser Basis ist bereits in einem viel, viel schwereren Fall eine Wiederaufnahme erreicht worden. Liebe Mutter Marshall, du weißt bestimmt, dass meine Leute mir keine Kassiba schicken. Ich möchte aber unbedingt immer wissen, was mit Rudi ist. Rudi ist für mich alles, was ich habe. Ich kann nicht denken, wie ich ohne ihn leben könnte. Von Rudi habe ich noch nie Post bekommen. Aber er soll mir auch weiterhin nicht schreiben. Ist besser. Würdigung und Strafzumessung im Falle Marshall. Der Angeklagte Marshall ist in der Hauptverhandlung im Wesentlichen geständig gewesen. Er hat lediglich Auspflichte gemacht, was die Überlassung der Feldpostanschriften an die Hartmann betrifft.
Danach ist der Angeklagte Margel, der Feindbegünstigung in Tateinheit mit Vorbereitung zum Hochverrat in den strafverschärfenden Formen des Paragraphen 33 Absatz 3 Ziffer 1, 2 und 3 einwandfrei überführt. Damit scheidet die Möglichkeit aus, den Angeklagten mit zeitigem Zuchthaus zu bestrafen. Der Angeklagte hat als Soldat der deutschen Wehrmacht den dem Führer geschworenen Treueeid gebrochen. Er hat seine Hand gegen Front und Heimat in einer Zeit erhoben, in der es jedem klar geworden war, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen, in die das Reich mit seinen Feinden verwickelt war, den Kampf auf Leben und Tod bedeutet. Allein die Todesstrafe kann ein solches Verbrechen sühnen. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf Paragraph 455. 4.8.1943. Liebe Frau Stanek, alle Gesuche sind abgelehnt. Meine Eltern machen nun ein Gesuch um Wiederaufnahme des Verfahrens. Sie sind aber mit dem Geld ein bisschen knapp dran. Ich bitte daher, borgt ihnen das Geld. Sie werden es prompt und auf dem Pfennig zurückzahlen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich danke euch von ganzem Herzen. Eure Friedel Hartmann. Im Hof wurden nachts die Leichen der Hingerichteten auf Wagen verladen. Das geschah mit einer Brutalität sondergleichen. Wir hörten rufen, »Schmeiß mir noch einen Schädel her!« In unserer Zelle saßen Frauen von zum Tode verurteilten Männern und sie wussten nicht, ob nicht ihres Mannes Schädel gemeint war. 24.8.1943. Meine Lieben, in Wien sollen laut Aufseherin keine Hinrichtungen mehr sein. Anscheinend jetzt alles in Berlin. Wenn Rudi vielleicht nach Berlin kommt, schreibt mir sofort. Aber es darf nicht sein. Angeblich sollen Frauen auch nicht mehr hingerichtet werden, Papa. Sei nicht so traurig. Es wird alles noch gut. Es war noch finstere Nacht, als um 4 Uhr früh die Internationale erklang. Gesungen von einer hellen, klaren Frauenstimme, uns zum Abschied. Was sagt man zu Menschen, die bald auf so grauenhafte Weise ermordet werden? Damals fanden wir sicher die richtigen Worte. Grüße an alle. Kommt gesund hinaus, antworteten sie leise. 27.8.1943. Meine Lieben, haben erfahren, dass wieder 12 Begnadigungen, auch Militär, weiß nicht, ob ihr schon informiert seid. Da so viele Begnadigungen, muss es auch in Rudis Fall gelingen. Macht unbedingt neue Gnadengesuche, und zwar sehr schnell. Diese Gelegenheit muss ausgenützt werden. Auf die Einstellung der Hinrichtung darf man sich nicht verlassen. Dieser Erlass kann schon morgen wieder eingestellt werden. Bussi. Der 5. Senat des Berliner Volksgerichtshofes war für einige Tage nach Wien gekommen und fällte in 4 Tagen für 9 von 11 Angeklagten Todesurteile. Alles Jugendliche zwischen 17 und 23 Jahren. Der Oberstaatsanwalt beim Landgericht Wien. Wien am 28. August 1943. Durch den Herrn Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof in Berlin an den Herrn Reichsminister der Justiz in Berlin. Betrifft Vollstreckung des Todesurteils an Rudolf Margel. Das Todesurteil wurde an dem verurteilten Rudolf Margel am 27. August 1943 um 18 Uhr und 14 Minuten vollstreckt. Die Vollstreckung verlief ohne Besonderheiten und dauerte 30 Sekunden. 5.9.1943. Meine Lieben, wir von unserer Partie haben jetzt alle schon die Anklage. Zu meiner Anklage. Ich bin nicht im Mindesten erstaunt oder gar erschrocken, hab sie nicht anders erwartet. Bin von dem in der Anklage dargestellten Sachverhalt zur Gänze überwiesen. Ich habe nur eine Sorge. Um Rudi. Ich bitte euch, meine Lieben, lasst nicht locker. Lebt er noch? Rettet Rudi!
Kann nicht Mattausch Rudi und mich zur gleichen Zeit zur Besprechung rufen lassen, damit wir uns nur einmal auf einen Moment sehen? Das geht. Andere Anwälte machen das auch. Seid stark und tapfer. Ich bin ganz ruhig. Habe nicht ein bisschen Angst vor der Verhandlung. Bussi. 15.09.1943. Meine Lieben, wegen mir macht euch keine Sorgen. Nehmt euer Herz fest in beide Hände und seid stark. Ich habe gekämpft in dem Bewusstsein, dass wenn ich auffliege, es keine Rettung für mich mehr gibt. Ich war immer darauf gefasst. Für mich ist das Urteil nicht schwer. Also, meine Lieben, Mut, Mut. Noch lebe ich. Es grüßt euch alle, Elfriede Hartmann. Der Oberstaatsanwalt beim Landgericht Wien. Wien, am 2. November 1943. An den Herrn Reichsminister der Justiz Berlin. Durch die Hand des Herrn Oberreichsanwaltes beim Volksgerichtshof Berlin. Betrifft Vollstreckung des Todesurteils an Elfriede Hartmann. Anlagen: Die Urschrift des Erlasses, der Vollstreckungsauftrag, ein Urteilsabdruck. Das Todesurteil wurde an der verurteilten Elfriede Hartmann am 2. November 1943 in der Zeit von 18 Uhr und 2 Minuten bis 18 Uhr und 21 Minuten vollstreckt. Die Vollstreckung verlief ohne Besonderheiten und dauerte wenige Sekunden. Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen, der auch mich zu diesem Dienst beschied. Was ich singe, sing ich den Genossen. Ihre Träume gehen durch mein Lied. Was ich singe, sing ich euch, Genossen. Eure Träume gehen durch mein Lied. Sie hörten Mut, Mut, noch lebe ich. Eine gekürzte Lesung des gleichnamigen Buches von Johanna Mertins und Winfried R. Garscher. Erschienen 2013 im Mandelbaum Verlag. Sowie Tagebuchauszügen aus Margarete Schütte-Lihotzkys Erinnerungen aus dem Widerstand. Erschienen 2014 im Promedia Verlag. Elfriede Hartmann, Clara Rensing. Margarete Schütte-Lihotzky, Johanna Mertins. Gestapo-Berichte: Maximilian Vogel.